Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag von uns, Einrichtung einer Sonderkommission Brandschutz, ist ja nicht mehr ganz frisch, sondern schon 1,5 Jahre alt. Wir hatten ihn eingebracht nach dem verheerenden Großbrand im Londoner Grenfell Tower im Juni 2017. Bei dem Brand kamen, das ist bekannt, 72 Menschen ums Leben. Es war eine ganz entsetzliche Katastrophe, die im Grunde genommen darin begründet war, die Art der Fassadendämmung extrem unterdurchschnittlich ausgestattet war. Der Brand hatte als kleiner Küchenbrand begonnen, durch einen Kurzschluss bei einem Kühlschrank, wie man dann herausgefunden hat. Das Feuer breitete sich aber in kürzester Zeit über die gesamte Höhe der Fassade aus. Das Haus war kurz vorher renoviert worden. Dabei waren Aluminiumplatten eben vorgesetzt worden und dahinter eine Kunststoffdämmung. Das Material war bei hohen Temperaturen entflammbar. Die Konstruktion erzeugte zudem einen zusätzlichen Kamineffekt. Die öffentliche Untersuchung dauert ja noch an. Auch die Auseinandersetzung darum wird wahrscheinlich auch noch entsprechende Jahre dauern. Nach dem Londoner Brand stand eben die Frage im Raum, kann es auch anderswo zu solchen Unglücken kommen und solche Brände eben ausgelöst werden? In Wuppertal ließ die Stadt ein 11-stöckiges Hochhaus räumen und nur die Fassade entfernen, weil darin Holzwolle verbaut war. In Nürnberg hat die Stadt bei 5 Hochhäusern angeordnet, dass die Fassade entfernt wird, weil Styropor verwendet worden war. Münster ließ seine 70 Hochhäuser überprüfen. Wir haben deshalb beantragt, dass der Senat eine Sonderkommission Brandschutz einsetzt. Die soll sich ebenfalls einen Überblick über die Risikolage verschaffen und gegebenenfalls eben Häuser überprüfen. Ich finde das 1,5 Jahre später immer noch richtig und geboten. Der Bericht der Deputation überzeugt mich insofern nicht. Allein die Tatsache, dass es in Bremen eine Hochhausrichtlinie gibt, aber der Senat gar nicht weiß, wie viele Hochhäuser überhaupt vorhanden sind, zeigt ja, man hat diese Gebäude nicht umfänglich im Blick. Die GEWOBA hat 72 Hochhäuser, das weiß man, aber wie viele es sonst gibt, sind eben nicht bekannt. Es wird auf Anlagenprüfverordnung verwiesen, aber dabei geht es um technische Anlagen und nicht um das verbaute Material. Das finde ich an dem Punkt auch nochmal wichtig zu betonen. Viele Hochhäuser, das ist ja leidlich bekannt, haben immer wieder ihre Besitzer gewechselt. Wir haben entsprechende riesige Wohnungsbaugesellschaften, die sich nicht gerade vorbildlich um ihre Bestände kümmern. Auch das wissen wir. Ob da überhaupt Unterlagen vorliegen, was in der Fassade drin ist, wäre allein schon eine Überprüfung wert. Im Bericht heißt es, was wirklich verbaut ist, könnte man nicht störungsfrei überprüfen. Das heißt, unter Umständen müsste man ein Loch oder mehrere Löcher in die Fassade bohren. Das halte ich, wenn es um die Sicherheit von Menschen geht, ehrlich gesagt, die da wohnen, um einen durchaus zumutbaren Eingriff in Eigentumsrechte. Rechtlich ist immer wieder von Gerichten festgestellt worden, Brandschutz schlägt Bestandsschutz. Normalerweise gelten bauliche Auflagen nicht rückwirkend, aber wenn es um Brandschutz geht, ist das zulässig. Der Senat hat das bei der Brandmeldepflicht genauso gemacht. Er könnte ebenso anordnen, dass bei allen Hochhäusern gesicherte Informationen vorliegen, was eben in dieser Fassade verbaut worden ist. Bei der Novellierung der LBO, also der Landesbauordnung, ist der Brandschutz nicht geändert worden. Nach der LBO und der Hochhausrichtlinie dürfen brennbare Dämmstoffe in der Fassade verbaut werden, wenn es sich um geschlossene Profile handelt. Nach EU-Recht gelten zudem alle Bauprodukte als zulässig, wenn sie in irgendeinem anderen EU-Land für zulässig erklärt worden sind. Also ehrlich gesagt wäre ich gerade an dem Punkt durchaus misstrauisch, was da letztendlich sich in den Fassaden so befinden kann. Ich kann nicht einschätzen, niemand kann das, glaube ich, hier im Saal, ob relevante Risiken vorliegen. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass das jemand sich anguckt, der das einschätzen kann. Das ist etwas, was man durchaus verlangen kann. Wir beantragen hier nicht, dass irgendwelche Hochhäuser geräumt werden oder großflächig irgendwelche Fassaden entfernt. Wir beantragen auch nicht, dass hier alles letztendlich in größerem Maße aufgebohrt werden muss. Wir beantragen, dass es eine Kommission gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigt und dass es eine qualifizierte Risikoabschätzung gibt. Das wäre durchaus nach bestimmten Objekttypen zu katalogisieren und man kann das natürlich auch entsprechend runterbrechen.
Die Kommission sollte dann eben die entsprechenden Informationen an die Eigentümer auch weitergeben und gegebenenfalls soll sie auch einzelne Objekte überprüfen können. Das halte ich allerdings wirklich für geboten. Die Feststellung, dass der Eigentümer für den ordnungsgemäßen Zustand des Gebäudes zuständig ist, das reicht ja nicht aus. Das machen wir bei Kraftfahrzeugen auch nicht. Da gibt es schließlich auch den TÜV und da braucht man keinen konkreten Verdacht. Wir wissen, dass es in Bremen eine Reihe von Gebäuden gibt, ich komme auch zum Schluss, wo sich Eigentümer eben nicht, ich hatte es bereits erwähnt, in gewünschter Weise um ihre Gebäude kümmern. Es ist sehr wohl möglich, hier noch einmal durchaus nachzuforschen, was es eigentlich bedeutet. Und deshalb halten wir auch an unserem Antrag fest und finden diesen Bericht leider für unzureichend. Vielen Dank.